Das 12-Stunden Mountainbike-Rennen in Kühlsheim hat sich etabliert. In diesem Jahr findet es bereits zum 15. Mal statt. Knapp 450 Teilnehmer sagen eigentlich alles. Die Strecke ist etwa 10 Kilometer lang, 250 Höhenmeter gilt es pro Runde zu absolvieren, sie ist also durchaus anspruchsvoll. Nein, die Strecke hat immer wieder ihre Tücken, aber wir mussten sie dieses Jahr etwas verlegen. Es war durch die Bundeswehr bedingt eine andere Streckenführung heute erforderlich, aber trotzdem, manche sagen, die Strecke ist noch schöner geworden. Mit dem kirchlichen Segen geht es dann auf die Strecke. Los geht's morgens um 9 Uhr. Genau 70 Einzelfahrer sind mit dabei. Die meisten fahren aber in Zweier-, Dreier- oder Viererteams. Franziska Pavlik beispielsweise ist in einer gemischten Dreiermannschaft unterwegs. Die Kühlsheimerin war auf ihrer Heimstrecke schon mehrmals mit dabei. Also was Besonderes ist es eigentlich jedes Jahr, weil es einfach ein total cooles Event hier ist. Und ja, natürlich auf der Strecke, ich kenne einen Haufen Leute, und aber angefeuert wird hier jeder, egal ob er aus Kühlsheim kommt oder aus Österreich oder aus Berlin. Also hier kommen ja wirklich von ganz Deutschland kommen hier die Fahrer her, und da wird jeder angefeuert. Nach genau 12 Stunden ist Schluss, und am Ende kann sich eine Vierermannschaft vor einem Zweier- und einem Dreierteam durchsetzen. Die Flotten Ottos schaffen als einziges Team 30 Runden. Bite the Dust und die strammen Wadeln kommen auf 29. Markus Reborn kommt als bester Einzelkämpfer auf 26 Runden. Franziska Pavlik belegt bei den Dreierteams den 4. Rang mit ihrer Mannschaft. Die Erfolgsgeschichte des 12-Stunden-Rennens in Kühlsheim wird also weitergeschrieben. Dabei sah es danach am Anfang eigentlich gar nicht aus. Wir haben damals in der Gründungsversammlung uns unterhalten, wie kann man etwas Geld generieren für den Hauptverein. Und da kamen von den 7 Personen, die in der Gründungsversammlung da waren, kamen 2 auf die Idee, man könnte ja ein Mountainbike-Rennen mal ausrichten. Also 3 oder 4 davon, die waren also völlig sprachlos, sagen, was soll ein Mountainbike-Rennen in Kühlsheim? Also man konnte sich das damals vor 15 Jahren nicht vorstellen. Und jetzt, wie gesagt, heute haben wir das 15. Jubiläum. Und wir müssen feststellen und dürfen feststellen, Gott sei Dank, dass dieses Rennen ein Riesenerfolg geworden ist.